Am Menschen interessiert mich sein Wesen. Dieses mit dem Finger auf ihn zeigen, dich meine ich, genau dich, so wie du bist. Das ist anders als früher, wenn ich ein Porträt geschaffen habe, habe ich den sozusagen wie ein Reiterdenkmal auf den Sockel gehoben. Heute ist das eher unangenehm, wenn man mit dem Finger auf einen zeigt und sagt, dich meine ich, dann ducken sich die meisten Leute weg und sagen, uch, malen Sie meine Kinder, aber bitte nicht mich. Einerseits hat es autobiografische Gründe, dass ich christliche Motive mit einbeziehe. Ich bin eben so aufgewachsen und auf dem Dorf ist eben die Kirche, die Kunst sozusagen, also die Kultur. Und das ist auch mein Urmotiv, da bin ich zu Hause, das ist meine Heimat. Und dementsprechend auch die Kunstgeschichte, die sich auch durchgängig mit kirchlichen bzw. christlicher Ikonografie auseinandersetzt. Aus der komme ich, aus der entspeist sich auch Malerei. Und letztendlich ist es dann auch wiederum dieses Menschenbild. Es gibt in keiner anderen Kultur sozusagen das Porträt. Weder bei den Mohammedanern noch bei den Juden ist diese Art der Auseinandersetzung des Gegenübers über das Bild so präsent wie in der christlichen, oder so möglich, würde ich sagen, so wie in der christlichen Kultur. Ich glaube, das Thema Identität ist eines der fundamentalen Themen unserer Zeit. Die Frage, wer bin ich? Die Frage, wer will ich sein? Wie möchte ich, dass die anderen mich sehen? Und ich sage immer, nur wer sich seiner selbst gewiss ist, wer um sich selber weiß, der kann auch überhaupt dialogfähig sein. Also insofern ist das Thema eines der fundamentalen Themen unserer Zeit. Und ich glaube, das gehört genau in so eine Akademie, wie wir es hier sind. Ich bin in Korea geboren und seit 11 Jahren wohne ich in Deutschland. Und dann, aber trotzdem gucke ich immer noch im Internet, was in Korea passiert. Und heutzutage denken wir nicht so viel über die Glauben. Durch diese christlichen Kunstform oder kirchlichen Fenster wollte ich ein Metaphor geben als Glauben und dadurch dann wird dann meine Arbeit projiziert und dann wollte ich damit sagen, was wir jetzt in der Gesellschaft glauben. Was glauben wir eigentlich? Glauben wir an Geld oder an Macht oder an Idole oder so weiter? Ich bin als Studienleiterin für Kunst hier an der Akademie auch verantwortlich, zuständig für dieses Artist in Residence Programm. Und das war ja jetzt das erste Mal und ich muss sagen, es hat mir sehr viel Freude gemacht und wir werden auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder eine Ausschreibung starten und wir sind damit eigentlich als erste katholische Akademie in Deutschland mit so einem Stipendium eben für die junge zeitgenössische Kunst an den Start gegangen und sind sehr froh darüber und hoffen, dass es hier vielleicht auch Nachfolger dann gibt. Schwerte hat mich seit langem, seitdem ich diese Akademie kenne, doch sehr beeindruckt, dass die Kunst nicht etwas ist, was nebenher läuft, so als ein Accessoire, was man auch eben macht, sondern dass es also ganz im Zentrum der Akademiearbeit angesiedelt ist. Dass Kunst aber auch nicht jetzt nur als Mittel zum Zweck verwendet wird, so nützlich für die Verkündigung oder für die Bildungsarbeit, sondern dass die also ihren Eigenwert hat.